Kinder sind besonders neugierig und lieben es, Abenteuer zu erleben. Diese beiden Jungen, Jacob und Max, waren genauso. Eines Tages bemerkten sie etwas Seltsames auf den Bahngleisen. Als sie näher kamen, entdeckten sie Jacob und Max. Erinnerst du dich daran, wenn du als Kind mit deinen Freunden draußen gespielt hast? Unbeschwert herumlaufen, ohne jegliche Verantwortung. Der Wind weht durch deine Haare, Jubeln und Spielkämpfe mit Freunden machen Spaß. Draußen zu spielen ist spannend und auch wichtig für die Entwicklung eines Kindes. Manchmal begegnet man auch etwas, das einen überrascht. Jacob und Max, Brüder aus den USA, erkundeten oft die Gegend in der Nähe ihres Zuhauses. 2014 spazierten sie an einem Bahngleis entlang. Sie liebten es, die vorbeifahrenden Züge zu beobachten und kannten sogar die Zugzeiten. Dadurch wussten sie, wann es sicher war, auf den Gleisen zu gehen. Eines Tages erregte etwas Jacobs Aufmerksamkeit. Es sah aus wie ein großer schwarzer Stein, der zwischen den Gleisen lag. Die Jungen gingen näher heran und standen fassungslos vor dem, was sie entdeckten. Was war das? Die Brüder fanden eine sehr große Schnappschildkröte, die zwischen den Bahngleisen eingeklemmt war. Jacob und Max sahen, dass sie bei jeder Bewegung tiefer hineinrutschte. Sie sahen sich an und wussten, dass sie etwas tun mussten. Würden die Brüder es schaffen, bevor der nächste Zug kam? Jacob rannte zum nahegelegenen Fluss, um seine Wasserflasche aufzufüllen und schüttete den Inhalt auf die ausgetrocknete Schildkröte. Sie sollte die Flüssigkeit und Energie wieder erlangen, die sie verloren hatte. Die Jungs wussten nicht, wie lange die Schildkröte schon eingeklemmt war. Jacob und Max versuchten unermüdlich, sie zu befreien. Ohne Erfolg. Der nächste Zug sollte in einer Stunde vorbeifahren. Die Zeit wurde knapp. Sie beschlossen, ein paar zusätzliche Helfer in Form ihres örtlichen Tierschutzteams zu rufen. In wenigen Minuten würden sie das Pfeifen des Zuges hören, doch alles, was sie tun konnten, war, auf die Ankunft des Rettungsteams zu warten. Als es eintraf, machte es sich sofort an die Arbeit. Doch die zusätzliche Anwesenheit der neuen Menschen versetzte die Schildkröte in Panik und sie begann zu zappeln. Jacob hatte eine Idee. Er schob ein Stück Holz unter den Bauch der Schildkröte, um ihr beim Herausklettern zu helfen. Alle packten mit an und arbeiteten zusammen. 20 Minuten später war sie endlich befreit. Die Schildkröte kroch langsam davon, zweifellos erleichtert und dankbar für ihre freundlichen Retter. Jacob und Max hätten sie leicht übersehen können. Die Schildkröte sieht für das ungeübte Auge aus wie ein schwarzer Felsen. Hätte man sie dort gelassen, hätte sie nicht nur durch den Zug Schaden nehmen, sondern auch verhungern können. Hoffen wir, dass sie in Zukunft die Bahngleise meidet. Gewöhnliche Schnappschildkröten sind in Nordamerika, vom östlichen Kanada bis zu den Rocky Mountains verbreitet und kommen auch in Mexiko und Mittelamerika vor. Sie werden häufig wegen ihres Fleisches gejagt. Sie gelten als aggressive Raubtiere. Tatsächlich sind diese Schildkröten aber Allesfresser, deren Nahrung zum Teil aus pflanzlichen Stoffen besteht. Schnappschildkröten verbringen die meiste Zeit unter Wasser und warten auf ihren nächsten Snack, der vorbeischwimmt. Sie haben so kräftige Kiefer, dass sie sogar deine Finger und Zehen abbeißen können. Aber keine Sorge, diese Tiere gehen Konfrontationen lieber aus dem Weg. Sie sind keine aggressiven Tiere, aber wie jedes wilde Tier werden sie sich verteidigen, wenn sie sich bedroht fühlen, zum Beispiel wenn man versucht, ihnen zu helfen. Sarate. Müllmann zu sein wird oft als undankbarer Job angesehen und als ein tödlicher. Die tagtägliche Arbeit mit großen, schweren Maschinen und die Risiken durch die Gefahrstoffe und den Schwerlastverkehr. Man kann Sport treiben, darauf achten, dass man isst und trinkt und auf Tabak verzichten. Bei einem gefährlichen Job kann man trotzdem im Krankenhaus landen oder schlimmer. Wir vergessen oft die Menschen, die hinter den Kulissen für die Sauberkeit unserer Straßen sorgen. Sarate ist ein Müllmann, der in Coahuila, Mexiko lebt. Er liebt seinen Job und den Umgang mit den Menschen entlang seiner täglichen Routen.
2020, als er mit seinen Kollegen im ländlichen Mexiko unterwegs war, entdeckten sie etwas Überraschendes. Was war es wohl? Die Männer entdeckten ein schwarzes, sich bewegendes Objekt in einem Wasserlauf am Straßenrand. Sie waren fasziniert und fuhren näher heran. Es war ungewöhnlich, etwas im Kanal zu sehen. Als sie sich näherten, erkannten sie einen Hund, der stecken geblieben war und in den Kanal getrieben wurde. Die Müllmänner hielten den LKW an und Zarate sprang mit einem leeren Sack heraus. Zarate warf den leeren Sack ins Wasser in der Hoffnung, der Hund würde sich daran festhalten und herausgezogen werden können. Aber der Hund war so erschöpft, dass er sich kaum über Wasser halten konnte. Die Zeit lief ab. Würden sie es schaffen oder würde der Hund ertrinken? Zarate war nicht bereit, kampflos aufzugeben. Er wusste, dass sein Kollege und er die einzige Überlebenschance waren. Sie würden ihn nicht verlassen und einfach ihre Arbeit fortsetzen. Es gelang ihm, den verzweifelten Hund an eine Betonkante des Kanals zu locken und ihn aus dem Wasser zu ziehen. Zarate und seine Kollegen waren nicht die einzigen, die sich über die Rettungsaktion freuten. Nach der Rettung sprang der Hund ohne Zögern in die Arme von Zarate und umarmte und küsste ihn. Der Hund war sichtlich dankbar, dass er gefunden und gerettet wurde. Das Tier war trotz der Tortur gesund und in guter Verfassung. Er rannte und sprang noch einige Augenblicke um die beiden Männer herum, bevor er nach Hause zurücklief. Zarate glaubt, dass er eine liebevolle Familie hat und dass es nur ein Unfall gewesen war, dass er im Kanal landete. Was denkst du? Zarate teilte das Filmmaterial online und wurde von den Besitzern kontaktiert, die sich für alles bedankten, was er für ihren wertvollen Hund getan hatte. Diese Geschichte hätte sehr leicht anders verlaufen können, aber zum Glück waren Zarate und sein Kollege zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Pumpkin. Wir lieben es, unsere pelzigen Begleiter um uns zu haben. Für manche sind das vielleicht Katzen und Hunde, für andere etwas Exotischeres. Nicht selten neigen wir dazu, ihre Anwesenheit in unserem Leben zu unterschätzen. Aber für sie sind wir ihre ganze Welt. Tiere sind verständnisvoll und versuchen, sich menschlichem Umgang anzupassen. Doch Katzen und Hunde lieben es auch, sich in enge Räume zu quetschen und bringen sich damit selbst in die Klemme. Pumpkin ist ein Hund, der von der Straße gerettet wurde. Ihr Leben bestand nur aus kalten, einsamen Nächten, bis sie von der Hawkins County Human Society in Tennessee eingesammelt wurde. Jeden Tag dürfen die aufgenommenen Tiere im eingezäunten Garten des Tierheims spielen. Doch eines Tages, 2017, war Pumpkin nirgends zu finden. Sie begab sich auf eine kleine Entdeckungsreise. Sie kroch mit dem Kopf voran unter den dunklen, engen Raum unter dem Schuppen, drehte sich um und blieb stecken. Einer der Mitarbeiter des Tierheims öffnete die Hintertür und rief nach ihr. Pumpkin steckte ihren Kopf heraus und winselte kläglich. Die Freiwilligen versuchten, sie mit Leckerlis herauszulocken, aber sie bewegte sich nicht. Da wussten sie, dass etwas nicht stimmte, wenn sie nicht zu einem Snack rannte. Eine Mitarbeiterin ging hinaus und sah, dass die trächtige Pumpkin sich unter dem Schuppen eingeklemmt hatte. Sie versuchten, die Hündin mit einem liebevollen, sanften Ziehen zu helfen, aber sie war viel zu trächtig, als dass das hätte funktionieren können. Die Mitarbeiter zerbrachen sich den Kopf über einen Befreiungsplan. Sie wussten, dass es ernste Folgen für ihre ungeborenen Welpen und auch für sie selbst haben könnte, wenn man sie zu lange dort lässt. Der Heimhandwerker Joey Arnold wurde hinzugerufen. Er benutzte einen Wagenheber, um den gesamten Schuppen hochzuheben. Glücklicherweise war die Operation erfolgreich und nach einer Stunde Panik kam Pumpkin ohne Verletzungen heraus. Sie war so dankbar. Handwerker haben einige der wertvollsten Fähigkeiten. Nicht nur, weil sie wissen, wie man einen undichten Wasserhahn repariert, sondern auch, weil sie in Notfällen sehr nützlich sein können. Man weiß nie, was für einen Unfug unsere Haustiere anstellen. Aber wer kann ihnen böse sein, wenn sie alles erkunden wollen?
Die Freiwilligen sperrten den Boden des Schuppens ab, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Die Hündin wurde bei ihrer Ankunft im Tierheim wegen ihrer orangefarbenen Flecken Pumpkin genannt. Jetzt denken die Mitarbeiter darüber nach, sie in Jackie umzubenennen, denn zu ihrer Rettung musste der Boden des Schuppens mit einem schweren Wagenheber, auf Englisch heißt sowas Heavy Duty Car Jack, angehoben werden, um sie zu befreien. Ja, wie sollte sie deiner Meinung nach heißen? Was würdest du tun, wenn du ein gefangenes Tier findest? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen, denn wir hören gerne, was du zu sagen hast. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.